Harrison Fox? Sohn, ich brauche deine Hilfe. Vater, du vergisst, dass ich Rechtsanwalt bin. Der Privatdetektiv bist du. Komm, sei nett, Sohn. Du sollst mich nur schnell wohin fahren. Es dauert nicht lange. Seien Sie bitte vorsichtig, ich habe ihn frisch wachsen lassen. Nennen Sie das vorsichtig? Dachte ich mir, dass du das bist. Musst du jetzt schon die Haustür selber öffnen? Oh, komm, Angie, verstehst du keinen Spaß mehr? Was gibt's, Harry? Ich habe Gäste. Ich komme zu Tonys Testamentseröffnung. Du? Ich wurde aufgefordert. Tritt ein, aber mach das Ding da aus. Oh. Kaufst du sie immer noch kistenweise? Immer noch die alte Angie, was? Ich weiß gar nicht, was ich hier eigentlich soll. Wir werden ja sehen. Ein sehr hübsches Mädchen. Wer ist sie? Lieber, wir sind hier zu einer Testamentseröffnung. Mach bitte daraus keine Herrenparty. Was machst du denn hier? Ach, Vater, guten Tag. Harrison, was machst du hier? Ich bin Mr. Chambers Testamentsvollstrecker. Du? Seit wann? Seit er mich vor 5 Jahren darum ersucht hat. Und da sagst du mir nichts? Aha. Hätte ich dir verraten, dass du in dem Testament bedacht worden bist, hättest du unter Garantie wissen wollen, womit. So schätzt du deinen Vater ein? Ja, das tue ich. Also, was krieg ich? Setz dich lieber hin. So ein Image verpflichtet. Bitte, meine Damen und Herren, ich glaube, wir können beginnen. Wenn Sie bitte Platz nehmen wollen. Wer ist der Kerl da im teuren Maßanzug? Der Kerl ist Randolph Lerman, der Direktor des Lerman-Konzerns. Was hat er hier verloren? Ich habe keine Ahnung, Harry. Tony hat mal für ihn gearbeitet und ganz früher für seinen Vater. Entschuldigung, darf ich mal? Ja, bitte. Ich weiß nicht, wer sie ist. Bin ich neugierig? Oder bist du es? Meine Herrschaften, ich habe Sie hergebeten zur Eröffnung des Testamentes von Mr. Anthony Peter Chambers. Der Hauptteil des Nachlasses fällt an seine Witwe, Mrs. Angeline Chambers. Dazu nachher mehr. Im Folgenden geht es um die Legate. Ich, Anthony Peter Chambers, im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte, verfüge heute am 9. Juni 1981, welche Vermögensvorteile diejenigen bekommen, die mir das Leben verschönt haben. Lester R. Murdochs vermache ich meinen Rolls-Royce Silvercloud. Oh, gratuliere. Harry, bitte, das ist keine Tombola. Angie, ein 100.000-Dollar-Auto. Der gehört sicher zur Familie, hä? Das ist der Chauffeur. Nee, das ist er gewesen. Norma Richlin vermache ich die Ausbildung zur Cordon Bleu-Köchin, nebst Unterhaltskosten während ihres Aufenthaltes in Paris.
unsere Köchin. Wenn die Köchin schon so viel kriegt, bin ich gespannt, was sie mein alter Freund wert ist. Marco Fong erhält 4 Hektar Land in Oregon. Siehe hierzu Paragraph B der 4. Ergänzung. Ich verliere den Gärtner. Ich habe hier vom Personal nur noch die Hälfte. Sei still. Jetzt wird's interessant. Oh. Harry Fox? Ich bin hier. Wollen Sie bitte vortreten, Mr. Fox? Aber ja. Harry Fox, meinem treuen Freund und Kollegen, der sich immer gewundert hat, dass ich so reich geworden bin, vermache ich das Geheimnis meines Erfolges. Ja, wir waren enge Freunde. Wenn du der gute Detektiv bist, der du zu sein glaubst, so wird dir diese Kiste verraten, wie ich es geschafft habe, schreibt dazu Mr. Chambers. Das ist alles? Eine simple Zigarrenkiste? Eine versiegelte Zigarrenkiste. Jawohl, Mr. Fox. Sie können wieder Platz nehmen. Aber das stimmt doch nicht. Vater, das ist alles. Würden Sie sich bitte setzen? Wir waren die besten Freunde. Michael Malone, der, wie ich weiß, ein Baseball-Fan ist, vermache ich mein Jahresabonnement für die Giants im Candlestick Park. Ich liebe Baseball! So, damit ist die Eröffnung des Testaments von Mr. Anthony Peter Chambers abgeschlossen. Ich danke Ihnen. Sollen wir die Kiste mal aufmachen? Sei so gut und lass mich zufrieden, Angie. Er bewachte seine Pappnasen darin auf. Ich verstehe es auch nicht, Miss Wetley. Sie sind nicht erwähnt im Testament. Ich hatte nur den Auftrag, Sie zur Testamentseröffnung herzubitten. Aber ich kannte diesen Mr. Chambers gar nicht. Tja, bedauere, mehr weiß ich auch nicht. Vielen Dank. Wiedersehen. Was war denn mit ihr? Nun, Herr Chambers wollte, dass bestimmte Personen hier anwesend waren, denen er aber nichts vermacht hat. Eine davon war Miss Wetley. Worin liegt der Sinn? Wenn du wüsstest, was Leute alles in Testamente schreiben. Apropos, was hast du geerbt, Vater? Ich habe die Kiste noch nicht aufgemacht. Ich wollte Angie nicht den Gefallen tun, mich vor den Leuten zu blamieren. Gestatten Sie, mein Name ist Lerman. Oh, Harry Fox. Einen schönen Anzug haben Sie an. Oh, danke. Ich bin Harrison Fox. Mein Sohn. Sehr erfreut, Mr. Lerman. Sie wundern sich sicher, warum Sie eingeladen wurden, ohne im Testament erwähnt zu werden. Nein, nicht unbedingt. Tony steckte immer voller Überraschungen. Ja. Sie wirken verärgert, Mr. Fox. Ich verärgert? Nein, ich habe eine Zigarrenkiste geerbt. Wie man gehört hat, enthält sie den Schlüssel zu Ruhm und Vermögen. Das ist sehr aufregend. Wussten Sie, dass er Pappnasen sammelte? Sie vermuten tatsächlich, dass nichts Wertvolles drin ist? Ich kannte Tony 40 Jahre. Zuzutrauen ist ihm alles. Sind Sie ein Spieler, Mr. Fox? Ab und an, ja. Spielen wir eine Runde Poker. Mich interessiert Ihre Erbschaft. Ja, ich würde für mein Leben gern als Erster das Geheimnis lüften oder die Pappnasen entdecken. So. Nun, was schlagen Sie vor? Den Inhalt meiner Brieftasche gegen die Kiste. Hoffentlich ist mehr drin als die neuesten Fotos Ihrer Enkel. $1,600. Ich überlege es mir. Lassen Sie sich Zeit. Solange das Siegel unversehrt ist, gilt mein Angebot. Rufen Sie mich an. Mann, oh Mann, oh Mann. Vor dem Krieg waren Toni und ich weiter nichts als 2 Paar Gummischuhe, die durch die Stadt schlichen. Nach dem Krieg hat er die tollsten Kunden, einen neuen Cadillac und die höchsten Honorare. Ich habe das nie verstanden. Komm, Vater, ich kann es kaum erwarten. Los, Opa, mach endlich auf. Vater, komm, was wiegt mehr? Lumpige $1,600 oder das Rätsel seines Erfolges? Ihr habt ja recht. Ich nenne das Geld. Oh, oh nein. Vater, mach jetzt die Kiste auf. Also dann in Gottes Namen. Josh, hol den Klebestreifen. Was ist denn? Vielleicht kann ich's neu versiegeln, dass niemand etwas merkt. Oh nein! Oh, komm, Vater, zeig uns, was drin ist. Offen ist sie sowieso. Also schön. Hier. Oh, Baseball!
Karten. Eine Zigarre? Was ist das hier? Offenbar ein Film. Du hättest das Geld nehmen sollen, Vater. Ich muss ins Gericht. Wiedersehen. Also dann. Tschüss, Junge. Ah, die Karten sind irre. Das ist meine erste Zigarre zu 1600 Dollar. Mensch, der Film ist ja alt. Lauter bombardierte Häuser. Wo ist dein Baseballkartenkatalog? Den hast du unter das Aquarium gelegt. Oh, nimm's nicht schwer. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ich hasse diese Redensart. Mir fiel nichts Tröstlicheres ein. Vielen Dank für den guten Willen. Und jetzt muss ich gehen. Lieb, dass du bei Josh bleibst. Das tue ich gern. Wir haben den ganzen Nachmittag verplant. Wenn irgendwas ist, ich gebe Werkunterricht in der Schule. Mach's gut. Auf Wiedersehen, Mädchen. Und auch noch schwarz-weiß. Opa, wir sind reich. Die Karten sind ein Vermögen wert. Ja, wie viel denn? In gutem Zustand 200 pro Stück. Und abgegriffen? 7 Dollar. Dann haben wir ein Vermögen von 21 Dollar. Dann sind wir eben nicht reich. Ja, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Mein alter Freund Tony hat sich über deinen Opa lustig gemacht. Aber was hätte er davon, wo er doch jetzt tot ist? Ja, da ist was dran. Soll der Tony seinen Spaß haben? Ich kriege sein Rezept raus. Wie fangen wir es nun an? Das weiß ich doch nicht. Du bist der Detektiv. 35 mm Projektoren kann man nirgendwo ausleihen. Sie haben doch hier zwei. Ich will nur die paar Meter durchlaufen. Das geht nicht. Ich brauche sie beide für die Nachmittagsvorstellung, Harry. Hat er bezahlt? Sid, wir warten bis zum Ende. Und dann schaue ich es mir schnell an. Es geht trotzdem nicht. Dieser alte Film ist aus Nitrocellulose. Der würde im Projektor verpuffen wie ein Kartoffelchip. Das wusste ich nicht. Das konnten Sie mir ja gleich sagen. Ich dachte, ein klares Nein würde genügen. Wer kann mir denn die Kopie nun vorführen? Ganz einfach. Sie fahren zum nächstbesten Fotoladen und lassen sich bis morgen einen Abzug auf Video machen. Dann können Sie ihn sehen, so oft Sie wollen. Ja? Ja. Oh, danke, Sid. Komm, Josh. Ach, übrigens, da wir den Film jetzt nicht sehen, können wir... Keine Rückerstattung, tut mir leid. Danke vielmals. Irre! Zu Hause kriege ich nie Popcorn und Drops zum Mittag. Naja, zu irgendwas müssen Großväter ja gut sein. Ja, Speedy Matt. Vielleicht klappt es sogar heute noch. Sie wünschen? Könnten Sie das leiser drehen? Was soll's sein? Hier von der Kopie auf Videokassette. Wir liefern prompt und zuverlässig. Um 4 Uhr ist sie fertig. Schönen Tag noch. Danke. Was hat er gesagt? Sie liefern prompt und zuverlässig. Um 4 Uhr wär's fertig. Und schönen Tag noch. Das konnte man aber gut verstehen, Opa. Polizei, ich brauche den Film als Beweismittel. Was ist denn? Ich habe die Quittung vergessen. Was macht der denn da? Er fragt nach unserem Film. Oh ja, halt dich fest. Wollten Sie ihm meinen Film geben? Er sagt ja wie ein Bulle. Hat er sich ausgeliehen? Da ist er schon wieder, Opa! Haben Sie einen Ausweis? Josh, mein Auto hat Panzerwagenstärke. Er hat keinen Ausweis, sagt er. Achtung! Jetzt will ich's wissen. Ja.
wenigstens ein Nummernschild dran gehabt hätte. Wie soll ich den nun finden? Tja. Hör mal, Josh, unsere kleinen Karambolagen brauchst du ja nicht extra zu erwähnen. Nee, die sind ja uninteressant. Genau. Oh, endlich, wo seid ihr denn gewesen? Och, wir haben von Opas Film ein Video machen lassen. Was, den ganzen Tag? Ihr hättet doch zu Speedy Matt gehen können. Die machen welche in einer Stunde. Ich glaube, die sind da gar nicht mehr. Nein? Kommt. Showtime. Ich würde liebend gern, aber ich habe zu tun. Isst du nichts, Hasi? Ich fürchte nur das hier. Oh. Und du, Vater, kein Hunger? Im Moment noch nicht, mein Schatz. Wir hatten ein tolles Mittagessen. Für wen koche ich eigentlich? Fertig? Alles klar. Fahr ab. Was ist das? Kommt mir bekannt vor. Moment mal. Das ist ja San Francisco nach dem Erdbeben von 1906. Ja, das sieht ja furchtbar aus. Was hat das Erdbeben von 1906 mit drei alten Baseballkarten zu tun? Es wird ein Hinweis sein. Du brauchst nur festzustellen, worauf. Die Karten sind uralt. Guck mal. Alle von 1942. 1942 ist nicht uralt. Ich habe zu Hause welche von 1930. Oh, die sind bestimmt eine Menge wert. Zeigst du die mir mal? Zeigen? Ich schenke sie dir. Irre! Die Karten sind nicht nur alle von 1942. Es sind doch lauter Senatoren drauf. Anscheinend geht es um die Jahreszahl. Oder um den Ort. Ob irgendwas war mit Tony in Washington 42? Das kann ich nur durch Angie Chambers erfahren. Aber die wird mich nicht ins Haus lassen. Cindy, ich muss noch mal für ein Stündchen weg. Wenn ich doch irgendeinen Vorwand hätte, wäre ich mal vorzusprechen. Ich fahre rasch zu Mrs. Chambers. Es dauert nicht lange. Aha. Vase ist 16. Jahrhundert, Harry. Ja. Die wussten noch, wie man's macht, hä? Die verstanden noch was von Kunst. Möchten Sie einen Kaffee, Mr. Fox? Oh, wenn es keine Umstände macht. Nicht die geringsten. Danke. Ich möchte kein Angie. Vater, rauch hier nicht. Du bist schon genau wie sie. Sie mag es nicht, dass man hier raucht. Und auch nicht, dass du Vasen berührst. Weißt du, ob sie überhaupt etwas mag? Hab noch nichts bemerkt. Ich spare sie mir auf fürs Auto. Ach, sehr gut. Kann ich dir helfen? Nein, ich bin fertig. Es ist so still im Haus. Tja, ohne Toni und euch alte Krakeler geht es erheblich friedlicher zu. Ja, das glaube ich gern. Er fehlt mir. Ja, ich weiß. Mir noch mehr. Man hat mich gebeten, dir unser Beileid auszurichten. Ach. Kommt denn die bunte Pokerrunde noch zusammen? Wir haben beschlossen, seinen Stuhl für eine Weile leer zu lassen. Eine Art von Referenz. Das Tony Chambers Pokermahnmal. Ihm hätte das gefallen. Ja, das hätte es wohl. Ach, übrigens, was war denn in dem Kasten? Ach, nichts Besonderes. Ein Stück alter Film und ein paar Baseballkarten. Ich, Toni, versuch dich reinzulegen, wo er kann. Ich habe das Gefühl, es steckt mehr dahinter. Weißt du ungefähr noch, was er von 40 bis 45 gemacht hat? Das ist schon ziemlich lange her.
Ja, er war in seinem Beruf tätig und zwar sehr eifrig. Meistens für Vater Staat. Er bekam Staatsaufträge hier in San Francisco? Nein, in Washington. In Washington? Ja, bei Tony war immer alles sehr kompliziert. Das gilt sicher auch für sein Erfolgsrezept. Kannst du es mir nicht verraten? Natürlich kann ich das. Die Schlüssel zu Tonys Erfolg und Wohlstand waren harte Arbeit, ein scharfer Verstand und seine Frau. Ach komm, erzähl mir keine Märchen. Können wir kurz bei mir vorbeifahren? Ach, muss das sein? Ich bin müde, Vater. Oh, komm, ich will für Josh rasch meine Baseballkarten runterholen. Ach was, das hat doch Zeit bis morgen. Was soll's, die 2 Minuten? Ha, nichts erledigst du in 2 Minuten. Sohn, wie du denkst. Ich wollte ja nur mein Versprechen halten. Aber erklär du ihm bitte, dass du für den Umweg zu müde warst. 2 Minuten. Hey, was fällt Ihnen denn ein? Harrison! Halt den Kerl fest, der die Treppe runterkommt! Was hat er denn getan? Er hat meine Wohnung durchwühlt! Halt ihn fest! Lauf hinterher! Vorstellung, wie viel es kostet, den Knoblauchgestank aus meinem Anzug wieder rauszukriegen? Weiche den Tomatensaft ein. Vater, das hilft gegen Stinktiere. Irgendjemand kennt den Inhalt dieser Zigarrenkiste und will ihn haben. Du weißt doch gar nicht, ob er die Kiste wollte. Doch, das weiß ich. Es war derselbe Mann, der mich bei Speedy Matt mit seinem Auto gerammt hat. Mich interessiert nur, wie ich nach Hause komme und ins Bett. 1942 hat Tony irgendwas gedeichselt. Denn 45 war ja schon ein gemachter Mann. Kommst du mit und holst dein Auto oder machst du das morgen? Ich komme mit. Was ist das? Oh, nein, ich will's nicht wissen. Ein Stück Zeitung. Da war der Film drin eingewickelt. Vom Oktober 1909 aus dem San Francisco Dispatch. Hier, hör dir das an. Carl Wedley, beschäftigt beim Lerman-Konzern, wurde heute tot aufgefunden. Man vermutet Selbstmord. Wedley? Woher kenne ich den Namen? Susan Wedley. Eine von denen, die bei der Testamentseröffnung leer ausgingen. Stimmt, ja. Und Randolph Lerman war der andere. Lerman und Wedley. Jetzt weiß ich, warum sie in die Chambers Villa bestellt worden sind. Das war kein Zufall, Harrison. Das war ein Hinweis. Wie erreiche ich Susan Wedley? Ich glaube, ich habe mir ihre Nummer aufgeschrieben. Und ich habe, glaube ich, den Anfang des Puzzles. Mein Name ist Fox. Wir hatten telefoniert. Ach ja, ich weiß, wer Sie sind. Sie sind der Glückspilz, der die Zigarrenkiste geerbt genau. hat. So gut habe ich nicht abgeschnitten. Womit kann ich dienen? Sind Sie verwandt mit Carl Wedley? Ja, das ist mein Großvater. Warum? Ich vermute, er hat irgendwas mit dem Fall Tony Chambers zu tun. Aber er ist schon ewig tot. Hat er Selbstmord begangen? Mhm. Meine Mutter hat mir erzählt, er sei Erfinder gewesen.
Und ich glaube, er hatte einen kleinen Hau weg, aber harmlos. Er muss ein sehr kluger Mann gewesen sein. Erfinder? Hm? Ist Ihnen bekannt, dass er bei Lerman beschäftigt war? Ja, das war gleich nach der Jahrhundertwende. Als was eigentlich? Das weiß ich auch nicht. Meine Mutter sagte, vorwiegend hätte er Lerman geholfen, sich zu verständigen. Lerman war nämlich gerade erst aus Deutschland eingewandert und sprach noch kein Wort Englisch. Großvater konnte etwas Deutsch. Ich wüsste gern, was er sonst noch getan hat. Für die Firma kann es nicht besonders wichtig gewesen sein. Warum nicht? Weil der Lerman-Konzern erst anfing, Gewinne zu machen, nachdem mein Großvater tot war. Vergessen Sie das bis an Ihr Lebensende nicht. Die Arbeiten von Dudley Andrews und Christian Metz sind Standardwerke über das französische Kino. Lesen Sie sie noch vor dem Godard-Festival. Sie werden weinen vor Rührung. Das garantiere ich Ihnen. Danke. Herr Professor Danoli? Ja, kommen Sie rein. Harry Fox, ich hatte angerufen wegen des Films. Ah ja, natürlich. Mr. Fox, bitte nehmen Sie Platz. Vielen Dank. Hier ist der Film. Ich sagte Ihnen schon, es muss etwas drauf sein, das ich nicht erkenne. Ich schaue ihn mir gern mal für Sie an. Das wäre sehr nett. Hier ist meine Karte. Bitte rufen Sie mich an, wenn Sie etwas entdecken. Ist es etwas Besonderes, wonach Sie suchen? Nach einem Mord vielleicht. Bitte offen halten. Was machst du denn hier? Das kann ich dich ebenso gut fragen. Lerman hat mich angerufen und um ein Gespräch gebeten. Weswegen? Hat er nicht gesagt. Ich nehme an, wegen Chambers Testament. Mich hat er auch angerufen. Sicher will er wissen, ob er die Kiste noch kaufen kann. Wir sind dicht dran. Wo dran? Weiß ich nicht. Delaney, ich bin kein schäbiger Dieb und Einbrecher. Und der Lerman-Konzern ist keine Brutstätte für Kriminalität und Gewalt. Ihr Fehler kann mich sehr teuer zu stehen kommen. Das mit der Fotobude war eine Panne. Ja, die nicht vorkommen durfte. Ich sollte den Film besorgen und das habe ich versucht. Etwas mehr Diskretion wäre nicht verkehrt, Mr. Delaney. Diese Geschichte könnte dem Haus erhebliche Schwierigkeiten bereiten, mein Lieber. Ja, was gibt's? Mr. Fox Senior und Mr. Fox Junior. Gehen Sie dort hinaus. Sowas passiert ganz bestimmt nicht wieder. Bestimmt nicht, denn von nun an nehme ich die Sache selbst in die Hand. Das können Sie mit mir doch nicht machen. Guten Tag, Mr. Delaney. Schicken Sie sie mir rein. Guten Tag, meine Herren. Guten Tag. Guten Tag. Bitte nehmen Sie Platz, ich bin Ihnen eine Erklärung schuldig. Vermutlich geht's um den Film. In der Tat. Ich möchte Ihnen ein Angebot machen, das Sie hoffentlich ernstlich erwägen. Ich möchte ihn kaufen. Sagen Sie, woher wissen Sie eigentlich, dass ich den Film besitze? Wenn man über Quellen verfügt, wie ich sie habe, kriegt man vieles raus. Wie Tony Chambers? Tja, ich habe hier einen Kaufvertrag vorbereitet und auch gleich einen Scheck ausgestellt. Wenn Sie so gut sein wollen, sich das einmal anzuschauen. Sie bieten mir 25.000 für den Film? Ich denke doch, die Summe findet Ihren Beifall. Wollen Sie mir vielleicht verraten, was ich Ihnen verkaufe? Kommt es darauf an. Der Film ist unverkäuflich, Mr. Lerman. Würden Sie sich's bei 50.000 überlegen? Nein. Sie können auch Ihren Gorilla zurückpfeifen. Sagen Sie nur nicht, es wäre nicht Ihrer. Ah, schon gut, schon gut. Ich gebe zu, ein übereifriger Angestellter hat seine Befugnisse überschritten. Ich habe ihm deswegen bereits einen Verweis erteilt. Oh, verzeihen Sie, Mr. Lerman. Mit einem kleinen Klaps auf die Finger ist der Fall noch nicht erledigt. Mein Vater könnte Sie deswegen verklagen. Ich versichere Ihnen, dass es keine weiteren Belästigungen geben wird. Ich glaube, wir können die ganze Angelegenheit auf geschäftlicher Basis regeln. Mr. Fox,
Nennen Sie Ihren Preis. Einen Moment. Sie haben übersehen, dass man meinen Vater nicht kaufen kann wie Ware. Wenn Sie uns Ihr Interesse erklären wollen, sind wir gerne bereit, Ihnen zuzuhören. Ansonsten erübrigt sich jedes Gespräch. Erstklassiger Anwalt. Entschuldige, es ging mit mir durch. Entschuldige dich nicht. Du warst eine Wucht. Na, und du erst, Vater. Ach. Doch, es ist gar nicht so leicht, für seine Überzeugungen einzustehen und seine Grundsätze nicht für Geld zu opfern. Weißt du, Sohn... Nein, im Ernst, du hättest es dir leicht machen können. Ein kleines Vermögen hättest du dir erwerben können. Hast du aber nicht. Standhaft warst du. Hast du gesehen, wie begierig er war? Oh. Och, wer weiß, wie hoch er noch gegangen wäre. Du, der hätte dir 75.000 geboten. Ja? Ich wette, er hätte dir 100.000 für den Film geboten. Also nur mal langsam. Ich, lass uns von was anderem reden. Meine Grundsätze könnten sonst ins Wanken geraten. Nein, nicht auch das noch. Nun sieh dir mein Büro an. Schönes Chaos, hä? Das wird ja allmählich zur Gewohnheit. Weißt du, wobei ich ihn überrascht habe? Wie er sich gerade die Mitteilungen auf deinem Anrufbeantworter anhörte. Opa, ich bin's, Josh. Wie läuft der Fall? Vielen Dank für die Baseballkarten. Wusstest du, dass ein DiMaggio dabei ist? Bis später. Tschüss. Das ist mein Enkel. Mr. Fox, hier spricht der Assistent von Professor Bernolli. Er hat bei Ihrem Film etwas sehr Interessantes festgestellt. Bitte rufen Sie ihn so bald wie möglich an. Soll ich Sie wirklich nicht ins Krankenhaus fahren? Nein, nein, nicht nötig. Es geht mir schon wieder besser. Der Kerl hat also den Film? Ja. Können Sie ihn ungefähr beschreiben? Es war ein kräftiger Mann. Breites Kinn. Er hatte denselben wilden Gesichtsausdruck wie Raffalone. In Santis Nonce Pace tra gli Ulivi. In was? In den Oliven. Ein enorm wichtiger italienischer Film. Vallone spielt einen Mann, der explodiert, als er erfährt, Herr Professor, was ist mit meinem Film? Oh, Entschuldigung. Ja, mit dem ist das sehr merkwürdig, Mr. Fox. Außerordentlich merkwürdig. Was ist denn nun auf dem Film drauf? Es ist nicht das, was drauf ist. Es ist der Film selbst. Bitte erklären Sie es mir. Ihr Stückchen Filmkopie besteht aus einem alten Nitrocellulose-Film. Na und? Dieses Filmmaterial wurde erst 1908 erfunden. 1908? Das Erdbeben war 1906? Na eben, das ist ja gerade das Merkwürdige daran. Irgendjemand hatte Lerman-Material, bevor es erfunden wurde. Lerman-Material? Ja, das hat die gesamte Filmindustrie revolutioniert. Es wurde nach dem Erfinder benannt. Es wurde womöglich nach einem Falschen benannt. Aha. Aha, so ist es. Aha, so ist was? Wir haben einen Skandal. Das wusste ich. Es ist hochinteressant. Im Jahre 1909 hat Carl Wetley den alten Lerman, den Firmengründer, wegen Patentdiebstahls verklagt. Wetley hatte ein neues Filmmaterial erfunden. Doch diese Klage wurde mangels Beweisen abgewiesen. Aber Wetley hatte den besten Beweis der Welt. Der Erdbebenfilm datiert die Erfindung auf 1906. Und da Lerman erst 1908 eingewandert ist, beweist das, dass er nicht im Lande war, als die Aufnahmen gemacht worden sind. Komisch. Der alte Lerman muss den Film vor der Gerichtsverhandlung an sich gebracht haben. Auf der Erfindung beruht ein Millionenunternehmen.
Und der Sohn führt es weiter. Und dieser Wetley ist daran zerbrochen, dass er kein Recht bekam. So wird's gewesen sein. Und darum nahm er sich das Leben. Aber die Verhandlung, das Patent, wurden doch später publiziert. Tony Chambers wird es entdeckt haben, als er den Konzernchef überprüfte. Und damit hat er Lerman in der Hand. Darüber reden konnte er mit niemandem, weil er ihn erpresst hat. Tony hat den Lerman-Konzern erpresst. Aber wie kam er an den Film? Und warum gibt er ihn nun mir? Weil du mit ihm das Richtige tust, Vater. Nämlich das, was du getan hast. Also, treib du den Film wieder auf. Dann beweise ich, dass der Lerman-Konzern für die Erfindung Susan Wetley etliche Millionen schuldet. Klingt fantastisch. Nur eine Frage hätte ich. Wo ist der Film? Ich habe ihn. Wie viel, Delaney? Lerman, seit Jahren habe ich so ziemlich jede Kränkung von Ihnen eingesteckt. Jetzt bezahlen Sie dafür. Wie viel? 2 Millionen. Und der Film gehört Ihnen. Ich sagte keine Anrufe. Es ist Mrs. Chambers. Sie sagt, es sei sehr dringend. Hallo. Wie geht es Ihnen? Ich bin ein wenig enttäuscht von Ihnen. Ach ja, in welcher Beziehung? Ihr Humor in Ehren. Heute ist der erste. Wo bleibt mein Scheck? Ich weiß nicht, wovon doch, Sie... Doch. Das Arrangement, das Sie mit Tony hatten, gilt noch. Hier liegt noch ein kleiner Film. Es fällt mir schwer, das zu glauben, gnädige Frau. Er wurde doch Mr. Fox vermacht. Oh, Sie glauben doch nicht im Ernst, dass ich mir von einem Trottel wie Fox die Butter vom Brot nehmen lasse. Ich kann Ihnen nicht ganz folgen. Fox hat nur eine Kopie des Films. Er wurde vor Testamentseröffnung ausgewechselt. Ich war mit einem Detektiv verheiratet. Ja, unbestritten. Wie schön, Lerman, dass wir uns so gut verstehen. Sie hören dann von mir. Fein. Es war mir ein Vergnügen. Wir haben ihn. Ja. Was ist, freust du dich etwa nicht? Musstest du mich einen Trottel nennen? Wirkte es nicht umso überzeugender? Geradezu inbrünstig hast du es gesagt. Ach, die Frau hat sie doch angelogen. Das lässt sich leicht überprüfen. Zeigen Sie mir den Film. Ich habe ihn nicht bei mir. Dann würde ich ihn herbeischaffen. Das werde ich auch tun. Das ist der Kerl. Passt mal auf, jetzt holt er den Film. Lass mich lieber ans Steuer. Hörst du nicht? Schnall du dich mal an, ich fahre selber. Bleib in der rechten Spur, du verlierst ihn. Ich mach das schon. Fahr bitte mehr rechts. Harry, wer fährt? Ich oder du? Mit etwas mehr Musik, er fährt er ja weg. Fahr dich daran, fahr ran. Setz dich unmittelbar hinter ihn. Ich bin bereits hinter ihm. Wo fährst du hin? Nun reg dich nicht auf. Ich bin für Tony jahrelang Patrouille gefahren. Angie, der kehrt doch jetzt um. Ausnahmsweise hast du recht. Hm. Der macht aber lange. Geh ihm nach, Harry. Nichts überstürzen. Er hat den Film. Lass ihn nicht erst einsteigen. Los, hinterher, Angie. Ja,
willst du hin? Vater! Vater! Warte! Fass meine Hand! Ja, vorsichtig! Stieg auf! Halt dich fest! Das sagst du so! Halt dich an den Griffen fest! Durchhalten, Junge! Fest nicht runtersehen! Los, rein, Vater! Versuch reinzukommen! Schnell runter, Vater! Duck dich! Duck dich schnell! Klasse gemacht, Angie! Harry, wie in alten Zeiten! Komm, den brauchst du nicht mehr. Und den auch nicht. Wenn ihr wieder mal einen Fahrer braucht, sagt Bescheid. Leicht hat er sich nicht geschlagen, Becky. Ich habe noch nie so viele Rechtsanwälte gesehen. Berühmte, gewiefte, große, kleine, alte Junge. Aber schlau war keiner, weil ein Schlauer sofort gesehen hätte, mit wem es zu tun hat. Vater, ein bombensicherer Fall lässt sich gut vertreten. Wenn ich nur wüsste, was ich mit dem vielen Geld anfangen soll. Ich kenne einen fabelhaften Anlageberater. Mhm, wir sind doch schon verabredet. Da haben Sie eine weise Wahl getroffen. Und nun erlaube ich mir, einen Toast auszuholen.